Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutsche Land, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und zwar bin ich dafür mit meinem Priester hier im Start und ja, ich würde sagen, wir machen das mal auf Shadow. Mit dem war ich ein bisschen im PvP unterwegs und ich hoffe, ich kriege nur das eine oder andere T-Mog-Teil mit raus. Oh, das sieht schon schlecht aus. Ein Trinket. Einen Hals und, das Stoffteil brauche ich tatsächlich noch. Jetzt gucke ich vorher aber nach, nicht, dass ich ein Set voll mache, weil sonst gibt es dann teilweise Probleme, die später über Tokens zu kriegen, die ganzen Ideas. Okay, also die Hände habe ich noch nicht. Ah nee, das ist die Brust. Das sind die Hände. Okay, also könnte ich jetzt den Kopf nehmen, ohne dass ich quasi Gefahr laufe, mir das Set zu verbacken. Dann machen wir das doch mal. So. Die Brust. Ach so, die habe ich durch das andere Token. Okay, I see. Hat die jetzt eigentlich Lack, ne? Dass ich genau das richtige Item gekriegt habe. Und ja, jetzt muss ich mal noch gucken. Ich flatter jetzt mal noch hoch schnell zum Katalysator. Und da gucken wir, ob wir noch irgendwas. Halt, nicht mit dem. Ob wir noch irgendwas reinpacken können. Und zwar, um einfach die ein oder andere ID noch mitzunehmen. Punkte habe ich ja mit dem jetzt keine mehr. Nö, okay. Weil bei Season Switch wird das ganze Jahr, soweit ich weiß, resettet. Und ja, dann wäre es nur ganz gut, wenn wir die Teambox-Sachen mitnehmen. Gut, vielleicht könnten wir die danach auch noch in den Katalysator packen. Aber wir machen es lieber jetzt, als dann später das Nachsehen zu haben und quasi das ein oder andere Teil nicht zu kriegen. Aber es ist ja also jetzt echt lucky gewesen, dass ich da den Kopf gekriegt habe. Kann ich ja nichts sagen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwas reinpacken können. Ah, seht mal. Hier, wir können die Taille noch mitnehmen. Und den Umhang, beziehungsweise hier die Handgelenke sogar auch, ne? Also da gibt es dann noch drei T-Mox. Das wandelt das dann jeweils in ein Item oben vom Set. Haben dann meistens für PvP jetzt nicht unbedingt die besten Stats. Aber mir geht es ja jetzt hier tatsächlich nur ums Mock. Und die Season werde ich auch mit dem nichts mehr großartiges machen. Juti, gut, den Kopf, den wir gekriegt haben, können wir nicht umwandeln. Der ist schon, aber der hat sogar einen Sockel drauf, ne? Also hier schon richtig gut. So, den nächsten Char, den wir haben, ist hier einmal ein DK. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Schickes drin haben. Der braucht auch noch ein paar Slots. Okay, also wir hätten schon mal zwei Slots, die mir T-Mog bringen würden. Einmal Schultern, einen guten Trinket brauche ich nicht nehmen. Ja, ist glaube ich eine relativ klare Sache. Ich habe hier schon Schuhe an, dann nehmen wir auf jeden Fall die Schultern. Und die können wir eventuell dann auch noch in den Katalysator packen. Um dann noch, Ah ne, die sind ja schon. Das sind ja schon seit Schultern. Nevermind. Okay, habe ich nicht geguckt. Gut, mit dem bin ich noch nicht ganz fertig. Heißt, da wandeln wir jetzt noch nichts um. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Monk. Jetzt gucken wir mal, was bei dem so geht. Oh, weia. Hals, Ring und die Taille. Jetzt gucke ich mal. Ah, schau mal an. Die Taille können wir tatsächlich brauchen. Ich hatte schon Angst, ne, dass es eine Nullnummer wird, aber nee. Hier geht T-Mog technisch auch noch was. Perfekt. Die legen wir jetzt mal an und dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe keine Punkte mehr. Nee, das ist okay. Das passt soweit. Fliegen wir auch zum Katalysator. Also die Taille können wir auf jeden Fall noch reinpacken. Jetzt muss ich mal gucken, Belebungskatalysator, das war schon drin, das war auch schon drin. Set auch. Ja gut, also so wie es aussieht, können wir da sonst kein T-Mog mehr kriegen. Ich habe mit den Chars, die ich dann ein bisschen später gemacht habe, habe ich jetzt immer die Dings genommen hier. Wie heißt es? Da gibt es so Boxen, die man einsetzen kann für 375 von den Eroberungspunkten und da kriegt man einen random Teil. Ist tatsächlich deutlich effizienter, das zu benutzen, vor allem wenn man noch nicht viel Gear hat. Dann kriegt man aber halt auch teilweise random Stuff. Ne? Jetzt habe ich halt hier die beiden Trinkets gekriegt mit dem. Naja, bringt mir zwar kein T-Mog, aber unterm Schnitt habe ich damit mehr Teile gekriegt tatsächlich. So, packen wir das hier rein. Heu, was haben wir hier noch so rumliegen? Okay. Ja, das ist alles schon verwurstet. Gut, dann haben wir den Char auch. Dann gucken wir mal noch, ob... Ich glaube, einen oder so habe ich noch. Muss man schauen. So, dann habe ich noch geguckt. Bei dem Druid haben wir ja auch noch ein bisschen was gemacht. Jetzt schauen wir mal, was da noch so Tolles drin ist. Ah, da habe ich nur zwei Teile. Aber die Hose können wir gebrauchen. Bevor wir jetzt ein Set verkacken, gucken wir nochmal, hätte ich gesagt. Ich habe die Hose schon.
Aber dementsprechend, wie es aussieht von anderen Versionen, ne? Das ist die Versa Tempo Version und wahrscheinlich habe ich die Versa Mastery Version genommen. Na gut, nehmen wir sie, ist ein Themoktal mehr, ne? Haben wir, beziehungsweise eine ID quasi mehr. Gut, ich glaube, ich hatte da schon alles in den Katalysator reingepackt. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist Set, das ist auch Set. Nee. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob da noch irgendwelche Non-Set-Teile sind. Ach komm, wir fliegen einfach mal hoch. Sicher ist sicher, dann haben wir das weg. Also ich denke mal, die Hose, die brauche ich auch nicht in den Katalysator packen, weil ich hier die Set-Hose schon habe. Jetzt weiß ich nicht, bei dem Umhang in den Händen hier, ob ich da noch irgendwas reinpacken kann. Na gut, ich habe eh gerade das PvE-Gear an, so wie es ausschaut. Na jetzt, guck mal. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig geguckt, ne? Man sich dann am Ende nicht ärgert. Aber ich glaube, mit dem dürfte ich nichts mehr haben zum Upgraden, dass ich irgendein Thema krieg. So, packen wir mal alles rein. Nee, das bringt nichts. Ah, guck mal an. Die Taille hier tatsächlich. Ja, okay, gut, dass ich nochmal geschaut habe. Mit der Taille gibt es nochmal ein Mockteil. Also die Hose dürfte auf jeden Fall nichts bringen. Nee. Umhang, nee. Der dürfte auch nichts bringen. Okay, Handgelenke. Auch schon, der Gürtel. Auch nichts. Dann haben wir noch Schuhe und Handgelenke. Okay, die dürften alle auch nichts bringen. Okay, dann ist der auch soweit verräumt. Und ich muss mal nochmal durchloggen. Vielleicht finde ich noch einen Charme. Mal schauen. So, Modula. Ich habe jetzt nochmal alle durchgeguckt, so wie es aussieht. War es das mit Charles die Woche? Und ja, damit sind wir tatsächlich auch durch mit einem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.